Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Final Fantasy X. Wir befinden uns auf der Monster Farm und wir haben einiges geschafft. Zu einem sehen wir hier eine Kiste. Lässt sich allerdings nicht öffnen. Wir haben alle Monster im Stream gefangen. Jedenfalls hier von der stillen Ebene. Hier sehen wir die Orte, wo wir noch hin müssen. Stille Ebene sehen wir hier. Alle Gegner 10-mal gefangen, wunderschön. Dafür haben wir als Belohnung halt diese Kiste bekommen. Was haben wir noch gemacht? Ja, Auron hat noch 9 Sphero-Level übrig, kann sie momentan aber nicht verwenden, weil wir hier einen Level 3 Sphero-Stop haben. Da kommen wir nicht vorbei. Deswegen erstmal nicht. Sonst, ja, richtig. Blitzball. Das habe ich euch allerdings diesmal erspart. Ja, ja, das habe ich alles offscreen gemacht. Ich fieses Schwein. Wir haben die Saturn-Marke bekommen. Nein, das Merkur-Siegel, das war's, was wir beim Blitzball bekommen haben. Aber für alle diejenigen unter euch, die Blitzball denn so sehr lieben, keine Sorge, ich werde das noch häufiger streamen, denn es gibt ja noch eine bestimmte Technik, die wir uns vielleicht aneignen sollten. Nicht wahr? Ja, so ist es. So, Monsterfarm wäre damit also fürs Erste erledigt. Schauen wir doch mal. Benjamin hat im letzten oder vorletzten Part etwas von einem geheimen Tempel Remium erzählt. Wenn wir Hilde brauchen, sollen wir da hin. Ja, warum nicht? Suchen wir ihn mal. Mal sehen, was uns da erwartet. Oh, hier sind 2 Kisten. Nice. Was ich jetzt dringend bräuchte, das wären Level 3 Sphero-Pässe. Na, 5000 Geld fallen natürlich auch nicht durch. Und hier haben wir... Ja, dafür müssen natürlich 2 Kisten gespawnt werden. Das ist richtig hier. Ja, ja, ja. Es ist so angenehm, mit dem Chocobo zu reisen. Denn die stille Ebene ist nicht mal so klein. Was haben wir denn noch so erreicht? Eigentlich gar nichts. Das war eigentlich die Zeit, womit ich jetzt am, ich glaube am Wochenende... Ja, ich denke mal 10 Stunden rum werden es gewesen sein, Blitzball. Zwischen 6 und 10 Stunden. Irgendwo so dazwischen. Aber, wie gesagt, das, was ich haben wollte, das habe ich jetzt. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal an. Eine goldene Chocobo-Feder. Da kommen wir übrigens wieder runter. Schauen wir mal, was da hinten ist. Wer weiß... Jedenfalls will der Chocobo nicht mit. Sehr schade. Tschüss, du edles Tierchen. So, und... Ich glaube, wir haben soeben den Tempel gefunden, von dem Benjamin sprach. Den Tempel Remium. Ja... Wenn wir nochmal so ein Resümee ziehen, was wissen wir denn über Benjamin? Sie hat Yuna geholfen, ihre Bestia zu trainieren. Sie ist bereits tot. Naja. Gucken wir mal, was sie in diesem Tempel zu versuchen. Was? Gucken wir mal, was sie in dem Tempel macht. So. Das ist natürlich wieder rein optional. What is this place? Remium Temple. Once a great religious center in the Calm Lands, lost after the battle with Sin. And this is your home? What? You got something against company? It's a long story. Easier perhaps to show you. You're dead too. Don't send me just yet. There is still one thing left for me to do here. With the help I can give, a young summoner might just be able to defeat Sin. Well, Yuna, I challenge you. If you cannot beat me, you'll never beat Sin. Schauen wir mal. Wir kämpfen gegen Valfaris. Very well. Before we begin. Now,
Are you ready? Ich bin nicht so gut vorbereitet, wie ich es hätte sein können. Ich hatte hier eigentlich auch was anderes im Hinterkopf. Also ich wusste, dass Bellspiel hier drin ist. Aber das wird schon klappen. Wir sind gut gelevelt. Sollte doch machbar sein. Ihr wisst, was das heißt. Choose your Aeon well, son. Zwei Bestien dürfen nicht auf dem Feld stehen. Um es also machen. Ich habe gerade gesehen, dass die anderen Bestien Gott sei Dank in Ekstase sind. Das kann gegen ihr Bahamut ziemlich hilfreich werden. So, greifen wir mal an, weil Valfaris. Gar nicht so viel eigentlich. War das die sanfte Tour? Ja, Tatsache. Die Ekstase ging, glaube ich, nicht. Schallschwinge sollte nicht das Problem sein, richtig. Holstisch. Aber ich denke, das sollte kein Problem für uns werden. Impuls. Versuchen wir mal, damit anzugreifen. Normaler Angriff macht ca. 2000. Impuls geht ab. Ungefähr das gleiche. Dann werde ich beim normalen Angriff bleiben. Schallschwinge, wenn wir uns erinnern, würde theoretisch meine Geschwindigkeit ein wenig verringern. Und tut's offenbar sogar. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Gegen Bestia? Es kann natürlich auch sein, dass das daran liegt, dass wir gerade mit Impuls angegriffen haben. Also ihr seht schon, die Kämpfe sind nicht so leicht, wie sie vielleicht hätten sein sollen. Aber hey. Oh, ausgewichen. Sehr gut. Mal gucken. Lässt er seinen Kopf schon hängen? Ja, tut er. Dann greife ich lieber normal an. Das Problem ist, wenn ich den jetzt nicht kille, dann killt er mich. Mega Flair. Das sollte es jetzt aber gewesen sein. Also Belgemin weiß, wie man ihre Bestie trainiert. Ja, leider nicht gerade so leicht. Aber es muss getan werden, denn wir kriegen was Schönes dafür. Stop. That is enough. Hammer Bahamut. Ah, you have made some progress. And for that, I am glad. Take this. It may come in handy. Donnerstein. So, wir sind natürlich immer noch hier. Well, Yuna, shall we see how well your training serves you? Und nun können wir gegen Ifrit kämpfen. Very well. Now, are you? Und wer zählen kann, der weiß auch, wie viele Kämpfe uns insgesamt erwarten. Auch nochmal schön, hier können wir nochmal die ganzen Beschwörungen in voller Länge sehen. Und ich denke, gegen Ifrit, ja. Ich glaube, ich werde wieder zu Bahamut greifen. Der Bahamut hat ja auch die schwarze Magie mit den Garzaubern. Ich glaube, das sollte klüger sein, als jetzt mit Shiva anzugreifen, weil ich versuche mir, so gut wie möglich die Ekstasen zu sparen. Ich glaube, ich werde sie gegen Bahamut brauchen. Bahamut ist und bleibt der König der Lüfte und ein König der Bestia. Nicht nur in diesem Teil. So, Schwarzmagie. Vasra. Nein, wir haben noch bestimmt Vasga. Damage, das kann sich sehen lassen. Das sollte weitaus leichter werden, dieser Kampf. Er macht zwar mehr Schaden, aber dafür hat er ein Element, womit er angreifen können. Und das hatte Valfaris nicht, denn der greift neutral an. Dem obliegt, genau wie Bahamut, kein Element. Ich habe mich gerade aus Versehen einmal mit Vasra angegriffen. Ihr seht auch schon, das Ausweichen von Bahamut ist ziemlich hoch. Also das hier ist weniger das Problem. Ich hoffe ja, dass wir die Ekstase voll kriegen und uns
für den nächsten Kampf oder den Kampf gegen Shiva aufbewahren können. Das wäre nämlich ziemlich nice. Trotzdem sollten wir darauf achten, dass unsere MP nicht komplett ausgehen. Also ich meine, jetzt können wir es eh nicht mehr. Jetzt muss ich nochmal angreifen. Oder natürlich mit Mega Flare. Aber nicht nötig. Hätte ich vielleicht mit Eis sogar angreifen sollen? Ich glaube ja. Eis und Feuer, Wasser und Blitz. Und ihr werdet euch sicherlich fragen, wieso macht er das? Aber ich werde dir das sehen und dann denkt ihr euch, ah, das ergibt Sinn. Ja, ja, gib mir irgendwas. Ja, oh, 30 Gigs-Potions. Ja, das ist nicht schlecht. Und schauen wir mal da hinten. Da ist ein Portal. Oder jedenfalls eine Wand. I will be the judge of your Aeon's strength. Are you good enough, I wonder? Finden wir es raus. Ixion. Very well. Ja, für die einen oder anderen von euch wird es vielleicht langweilig sein, dass ich die ganze Zeit Bahamut hole, aber es gibt einfach am meisten Sinn. Es gibt nichts, was dafür sprechen würde, ein anderes Bestia zu holen. Oder eine andere Bestia. Außer dem Aspekt der Abwechslung. Aber ich verspreche euch, es wird noch ganz, ganz häufig der Fall sein, dass wir in Kämpfe geraten, wo wir alle Bestia brauchen. Choose your Aeon will, Summoner. Ich habe mich bereits entschieden. Yuna steht auch unmittelbar davor, Sanctus zu lernen, also einer Weißmagie, die Schaden anrichtet. Mit dem Himmelselement. Heißt im Englischen Holy. Quasi das Pendant zu Flair. Oder Ultima, glaube ich sogar. So, wir versuchen das jetzt nochmal mit Vaska, weil ich glaube, das müsste ein bisschen mehr abziehen. Nö. Nö. Dann weiter mit Vaska. Und was ich vorhabe, unbedingt Bahamut sowas wie Hass beibringen. Ixion ist in Ausweichstellung? Das kenne ich gar nicht. Heißt vielleicht so viel, dass ich jetzt physisch nicht erwischen kann? Ich weiß es nicht. Das ist mir neu. Das hatte ich noch nicht. Ja, ja. Geh nun in Ausweichstellung. Soll mir recht sein. In der Zeit werde ich dich weiter malträtieren. Jetzt ist es eine Abwehrstellung. Abwehr, Ausweichung? Warum habe ich sowas nicht? Zieht wahrscheinlich dann jetzt weniger ab. Minimal. Angriff. Ist es immer noch eine Abwehrstellung? Ich muss wissen, wann es nicht mehr eine Abwehrstellung ist. Ja, jetzt nicht mehr. Gut, Mega Flare. Tschüss, Bärtchen! Hoffe ich jedenfalls. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, der Damage ist geil. Es lebt? Ich wollte gerade sagen, wow. Wundere mich trotzdem, dass es nicht vernichtend war. Naja, okay. Wir haben andere Sorgen, nämlich Shiva. Als nächstes auf dem Tagesplan. Stop, that is enough. Ich glaube, Belgium wird das Ganze auch ziemlich langweilig, die ganze Zeit gegen Bahamut zu verlieren. Aber hey! Zehn Chocobo-Federn. Ja, warum nicht? Ich glaube, damit können wir etwas bauen. Ja, ich glaube schon. You've got quite a name to live up to, daughter of Braska. Shiva! Very now. Danach wird's hart. Der Kampf gegen Bahamut. Aber eigentlich müssen wir es schaffen. Wir haben drei Bestien in Ekstase, was schon mal 27.000 Schaden verursacht. Plus dem Schaden, den wir eh machen können. Bahamut kann sich nicht mit dem Element heilen, was wir hingegen schon können. Sollte machbar sein. Was natürlich sein kann, dass Belgium ihrem Bahamut Vitra oder Vigra beigebracht hat. Dann wird's unangenehm. Weil dann kann es sich ganz wohl heilen.
Bahamut muss sich auch ziemlich verarscht vorkommen. Die ganze Zeit kommt er angeflogen, muss wieder wegfliegen, kommt wieder angeflogen. Aber an ihm kann man sich einfach nicht satt sehen. Feuer. Oh ja, das ist schön. Das sieht man gerne. Die ganzen Bestien haben natürlich unterschiedliche Statuswerte. Der eine weicht eher aus, der andere hat mehr auf den physischen Angriff, der andere mehr auf den magischen. Und sie hat einfach gar nichts. Also gut, das sollte jetzt nicht ein Problem werden. Nee, das sollte kein... Oh, sie greift sogar mit Himmelsporn an. Aber auch nicht schlimm. Mach doch. Und bald geht das Sammlerherz wieder Richtung Himmel, denn wir haben noch einiges zu tun. Lässt gar nicht mehr allzu lange auf sich warten. Es sind noch... Ach ja, es ist noch ungefähr so... Sagen wir mal 6 Parts rum vielleicht. Vielleicht weniger. Aber dann werden wir das Wunderschöne tun. Und dann seht ihr auch, warum ich Blitzball gespielt habe. Übrigens habe ich mittlerweile alle Ekstasen für Waka. Die waren auch bei Blitzball in den Ligaspielen und in den Pokalspielen. Angriffstee, Zustandstee und Aurostee. Zeige ich euch natürlich noch. Eine Bestia verbleibt. You've got quite a... Bahamut. Very well. Now, are you... Jetzt steht leider Bahamut auf der anderen Seite und nicht bei uns. Seht ihr, ihm gefällt das auch nicht. Es ist eigentlich jetzt völlig irrelevant, womit wir angreifen, denn er wird mehr als einen ausnocken. Choose your Aeon well, son. Oh, warum nicht? Okay, cool. Shiva! Und jetzt einfach gib ihm! Vielleicht wäre es hier sogar klug gewesen, die Bestie groß zu ziehen. Haben wir ja gelernt. Diamantstaub! Ja, das ist nicht verwunderlich, der Schaden. Aber mehr geht ja nicht. Oder doch? Countdown 5. Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Sobald das fertig ist, ist sein Mega-Flair bereit. Shiva kann natürlich ziemlich nice ausweichen. Das ist sehr gut. Vielleicht schafft das sogar noch eine zweite Ekstase durchzukriegen. Das wäre richtig cool. Schauen wir mal. Oh, sie hat keine Guard-Zauber? Nee, dann greife ich nochmal an. Bahamut zeigt sich natürlich nach wie vor ziemlich unbeeindruckt. Wieder ausgewichen. Wow. Nochmal. Oh, du kannst nix. Countdown 3, mal gucken. Diamantstaub. Er lässt langsam nach. Haben wir gesehen, er hat seine Form geändert. Er lässt den Kopf ein wenig hängen. Wer kann es übel nehmen? Er kämpft immerhin gegen unsere Shiva. Wäre es ja jetzt. Oh nein, oh nein. Countdown 1. Ja. Hoffentlich weicht sie aus. Oh. Wow, wir können nochmal Diamantstaub verwenden. Nice. Ich war kurz mal überlegen, ob ich in den sanften Modus wechseln soll, damit er seine Ekstase für mich verschwendet. Wow, wir haben es geschafft. Und das nur mit Shiva. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Stop. That is enough. Ganz schön anstrengender Kampf ist Shiva. Ah, you have... Take this. Die Blumenkrone.
werden wir noch Verwendung für finden. Schon ziemlich bald sogar. Ich glaube, ich weiß auch, was ich als nächstes mache. Ja, das passt. Aber vorher muss ich noch was anderes tun. Speichern nämlich mal hier. So, 44 Stunden schon. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein Chocobo. Was macht denn der da? All Bad Spheroid, glaube ich. Oder ist es ein Jack Spheroid? Es ist ein Jack Spheroid. Doch nicht. Hier trainieren die Chocobos bei Tag und in der Nacht. Freund der Chocobos, ich bitte dich, ihnen dabei zu helfen. Auf der anderen Seite des Tempels wartet ein besattelter Chocobo. Reite auf diesem und renne gegen diesen Chocobo hier um die Wette. Wenn du gewillt bist zu helfen, schreite nun auf die andere Seite. In dem Augenblick, wo du den Chocobo besteigst, beginnt das Rennen. Mhm, okay. Ja, du bist nicht besattelt, richtig. Kein Grund, mich anzuschreien. Durch das Sammeln der Monster auf der Monsterfarm haben wir übrigens eine Spezialzüchtung bekommen, ein Chimera-Geist. Ein Gegner, den man sonst nirgendwo auf Spira findet, hat das Monster-Design vom Chimera, was wir kennen. Allerdings ist er um sehr viel stärker. Er will, dass ich aufsteige. Na klar! Und... Ah, wo lang? Ah! Okay. Wichtig ist einfach nur, dass wir ins Ziel kommen. Es gibt ja einiges, was wir holen könnten. Lege ich aber momentan nicht so viel Wert drauf, um ehrlich zu sein. Ich weiß den Weg leider nicht genau, aber wir werden ihn rausfinden. Es gibt hier eine Idealroute. Ich kenne sie nur leider gerade nicht. Laufe ich hier genau einmal im Kreis? Nö, ne? Sollte klappen. Man kann hier Kissen unterwegs einsammeln. Hallo? Ist doch gar nicht Nebelspiegel. Den wollte ich haben. Ein Item, mit dem man verschiedene Siegel, die in Spira verstreut sind, verstreut liegen, brechen kann. Doch jetzt sind seine Kräfte versiegelt. Wo kann man sie nur wieder gewinnen? Tja, wo kann man solche Kräfte wiedergewinnen? Lasst mich mal eben mal schauen. Eigentlich macht es keinen Sinn jetzt. Ich habe wieder null Monster. Eigentlich nicht. Nein, das macht leider noch keinen Sinn. Merkt euch dieses Item. Es ist ein Kern-Item für uns. Wir werden es häufiger verwenden. Ohne dieses Item sind wir nahezu aufgeschmissen, was das Endgame angeht. Und trotzdem ist es nur optional. Wir müssen es nicht haben. Aber ich will! Jetzt habe ich's. Wenn wir, also den Preis, den wir hier kriegen würden, ist noch abhängig davon, wie viele Kisten wir öffnen. Ich glaube, das Maximum liegt bei 4 Kisten, die man öffnen kann auf dem Weg nach unten. Und dann gibt es irgendwie 30 mal Ablutionssalz oder sowas. Nee. Irgendwas gibt es halt dafür. Für uns allerdings jetzt gerade nicht wichtig. Denn Nullmonster werden wir noch früher oder später kriegen. Jetzt gerade brauche ich das nicht. Wir gehen das Ganze mal speichern. Eigentlich könnte ich wirklich was machen. Aber ich will jetzt nicht. Na, los, runter mit dir. Jedenfalls, merkt euch den Nebelspiegel. Wichtig, 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 wichtig. Oh, ich könnte euch echt was zeigen. Nein, nicht jetzt. Später, später, später. So wichtig ist es dann doch nicht. Und so viel Sinn macht es jetzt auch nicht. Es könnte durchaus Sinn machen, aber dafür bin ich viel zu faul jetzt, deswegen... Nö, nö, nö. Später. Das lässt mir eh keine Ruhe, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich nachher aufgehört habe aufzunehmen, werde ich mich ärgern. Naja. So. Wir kommen zu einer weiteren wunderschönen Stelle. Natürlich wieder was Optionales. Aber einer meiner absoluten Lieblingsstellen im Spiel, neben der Monsterfarm, wohlgemerkt. Ja, die Uhr sagt, ein bisschen geht noch. Wenn die Uhr das sagt, dann höre ich natürlich drauf. Oh. Vielleicht habe ich das doch nicht mehr in dem Part. Das könnte natürlich sein. Weil wenn mich nicht alles täuscht... Na, ich sag's euch jetzt gleich.
Ebene erstmal. Ohne Chocobo. Wieso kannst du da eigentlich nicht durch? Es ist irgendwie wie bei GTA. Du bist ja so 7 Meter breiter Durchgang. Nein, da passen sie nicht durch mit ihrem Motorrad. Das geht absolut gar nicht. Toll. Hätte ich auch speichern können. Gib! Weiter geht's. Und hier... gerade überlegen, wie es hier... Ah, da hinten ist es. Glaube ich. Glaube ich. Halt! Guardus? Summons from Lord Seymour. Come with us. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive. Der Golem-Wächter. Wie ihr hört oder seht, ein Endgegnerkampf, den man ziemlich leicht tricksen kann. Wenn wir mit Reizen angreifen, kann dieser Gegner nur noch mit einer einzigen Attacke angreifen. Das ist Explosionsfaust. Das halbiert jedes Mal nur unsere Energie. Das heißt, wir sind danach nicht mehr zu töten. Rein theoretisch gesehen. Will ich aber gerade gar nicht. Ich versuche mal so fertig zu machen. Dragonik. Natürlich nichts gelernt, hätte mich auch gewundert. Auron greift, bevor er mit seiner Ekstase an. Mit Panzerbrecher. Denn er hat Panzer. Und jetzt ist er für alle verletzlich. Sprengfaust, das ist genau diese... Oder Explosion. Genau, Sprengfaust war es. Wir müssen uns jetzt genau die Hälfte abziehen, richtig. Kilos kann weiter angreifen. Und jetzt macht das Ganze auch sehr viel mehr Schaden. Riku. Jeder Mann. Bisschen was machen. Mondschleier, alles gut, Sprengfaust, halbiert wieder nur unsere Energie. Yuna, ach ja, wen habt ihr jetzt ausgewechselt? Tidus, ja, ja, das passt schon, ich werde nämlich Auron heilen. Weißmagie, Vigra, Auron. Tidus müsste auch recht bald seine letzte Ekstase lernen, wenn mich alles täuscht. Kimari hat was gemacht, Waka hat noch nichts getan. Faules Schwein. Oh, das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, um euch mal so eine neue Ekstase zu zeigen. Naja, vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, ja. Komm, lass den wieder hinlaufen. 37. Wow. Also, irgendwas hast du gegen sie, kann das sein? Auron, Holo Siderit. So. Wird natürlich 9999 abziehen, ganz klar. Ja. Doppelattacke. Waka ist in Ekstase. Perfekt. Wir könnten den Kampf natürlich sehr viel einfacher haben jetzt, wenn wir hier eine Bestie beschweren würden. Aber nö. Denn wenn ich es jetzt hinkriege, das Angriffsteam zu treffen, dann seht ihr, was viel lustiger ist. Angriffsteam. Wir drehen nämlich am Angriffsrad. Und wir sehen jetzt neue Symbole. One-Hit und Two-Hit. Und Miss ganz hinten. Ich versuche natürlich, alle Two-Hits zu treffen. Und Treffer. Jetzt gibt es anstatt 6 ganze 12 satte Treffer in sein Gesicht. Und Achtung, das tut weh. Habe ich euch zu viel versprochen? 12 mal 3000, das kann sich durchaus sehen lassen. Deswegen wollte ich den ganzen Kram nämlich haben. Und wir kriegen noch Level 2 Sphero-Pässe. Cool.
Seymour hat sich dann mit seinem Befehl wahrscheinlich auch verflüssigt. So wichtig sind wir dann wahrscheinlich doch nicht. Oder doch? Wer weiß. Wer weiß? Waka! Laufen Sie weiter! Da gibt's Angriffskraft. Ja. Und hier gibt es einen ein Trisaster. Ja, schön, schön, schön. Dauert also auch nicht mehr so lange. Jetzt kommen wir jedenfalls an eine Stelle, die ich persönlich ziemlich schön finde. Was ich nicht so schön finde, dass ich den Part beenden muss. Aber hey, egal, dann seht ihr es halt beim nächsten Mal. Ja, Oren, du wirst sicherlich irgendwann auch mal wieder weitergehen können. Eigentlich, wir sind hier stille Ebene, Brückengegend. Ja, Brückengegend. Denn hier ist ein Weg. This isn't the way in. That way leads down into the valley. Wow, you know your way around, yeah? Huh? Ob es dazu für den Grund gibt, dass sie sich hier auskennt? Finden wir es raus. Es gibt hier zwei Dinge, die ich erledigen will. Aber wie gesagt, das kommt beides im nächsten Part. Hier müssen sie jetzt einen Speichersphäroiden geben. Hier gibt es übrigens auch Gegner. Ah, Zecken, wenn mich nicht alles täuscht. Carnivora-Zecken oder sowas. Egal, keine Ahnung. Okay, Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Final Fantasy X und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi!